Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr im Kampagnenmodus im Unterschlupf diese verschlossene Tür aufschließen könnt. Und zwar haben wir hier ein Klemmbrett, da stehen drei Hinweise drauf und diese Hinweise müssen wir finden. Der erste Hinweis befindet sich hier in diesem Raum mit den blauen Wänden an der Wand. Dort haben wir schon, stehen schon zwei Zahlen in Gelb, das war die 1 und die 1, das sind die ersten zwei Zahlen. Der nächste Hinweis ist davor mit der 2 und 2 farblich markiert. Also haben wir schon 11, 22. Und der letzte Hinweis befindet sich hier hinten im Fotoraum an der Wand. Hier steht zwar Leute im fünften Stock, aber in Deutschland wäre das der sechste Stock. Also ist das die 6 und die 3. Dann gebt ihr den Code ein 11, 22, 63. Das ist übrigens das Sterbedatum von Kennedy. Falls ihr das noch nicht wusstet. So, wenn ihr dann den Code eingegeben habt, öffnet sich die Tür und ihr könnt hier reingehen. So, hier in diesem Raum, Leute, habt ihr jetzt einen Spielautomaten. Hier könnt ihr alle Spiele spielen, die ihr schon im Laufe der Kampagne freigeschaltet habt. Und dann habt ihr hier noch auf dem Tisch einen kleinen Computer, mit dem ihr durch Eintippen von Zork dann auch Zork spielen könnt, Leute. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für alle, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.